geht um die Zuckerkrankheit, also den Diabetes, wie man es so im landläufigen Sinne beschreibt, der Diabetes mellitus oder das zuckersüße Fließen, wie es im Griechischen ursprünglich geheißen hat. Das heißt, dass der Blutzucker zu hoch ist und wenn er dann zu hoch ist, dann wird über die Niere ausgeschieden und der Harn dann süß schmeckt. Und das ist der geschichtliche Hintergrund, warum das die zuckersüße Fließkrankheit geheißen hat. Beim Zucker weiß man, dass es zwei Arten gibt, den 1er- und 2er-Typ, wie die Mediziner das einteilen. Wobei der 1er-Typ, der ist, denn eine Autoimmunerkrankung ist, sprich der Körper bildet Abwehrstoffe gegen eigene Zellen und das führt dazu, dass das zuckerregulierende Hormon, das ist das Insulin, das aus der Bauchspeicheldrüse kommt, dass das zu wenig ist. Zu wenig für den Körper, um den Zuckerspiegel im Zaum zu halten. Und die zweite Geschichte, die zahlenmäßig viel, viel weiter verbreitende und das noch mehr werden wird, das sind diese Zuckerkrankheit als Zivilisationskrankheit, wo das Insulin auch zu wenig ist, aber deswegen, weil die Wirkung des Insulins nicht so rauskommt. Man spricht von Insulinresistenz, das heißt, man hat zwar theoretisch genug Insulin, aber die Wirkung an der Zelle, die wir nachher besprechen werden, die kommt nicht zur Geltung. Daher, man braucht überschießend hohe Mengen an Insulin, um den Zucker in einem erträglichen Maß zu halten, in einem gesunden Maß zu halten, in einem, wo der Körper langfristig keinen Schaden nimmt. Also das heißt, letztlich ist Zuckerkrankheit eine Geschichte, dass der Blutzuckerspiegel zu hoch ist, weil irgendwas mit dem Insulin nicht stimmt. Und wie das Insulin wirkt, ist eine der nächsten Sachen, die wir in einer kurzen Zeichnung probieren, dass wir das hinkriegen. Okay, dann schauen wir uns einmal kurz an, wie so der Körper funktioniert und wo der Zucker und das Insulin für den Stoffwechsel notwendig ist. Gehen wir mal davon aus, wir haben eine Zelle. Im Lehrbuch zeichnet man das immer so als Quadrat und da gibt es halt verschiedene Teile, die der Körper hat, unter anderem halt einen Zellkern, das ist so quasi das Buch, wo es drinnen steht, was die Zelle alles können muss. Die Zelle hat verschiedene Zellorganellen, das sind Teile, die im Körper da drinnen notwendig sind, wo es bestimmte Funktionen haben muss. Und die Zelle braucht Energie, unter anderem deswegen, weil sie quasi den äußeren Zaun, man muss sich das als Würfel vorstellen, den äußeren Zaun sowie einen elektrischen Weidezaun hält. Und für diesen Strom braucht es unter anderem Energie. Die zweite Energiequelle, die man braucht, ist, damit diese Arbeiten, die die Zelle selber verrichten muss, die ja auch Energie brauchen, dass die tadellos funktionieren. Und jetzt ist es so, dass diese Zelle im Körper, wenn man so will, an den Blutkreislauf angeschlossen ist. Und wenn das jetzt ein Blutgefäß ist, was weiß ich, sagen wir, das ist so wie so eine Röhre, dann fließt da das Blut vorbei und das heißt ja auch Blutzucker, also sagen wir, das wäre jetzt ein Zuckermolekül. Dann schwimmen da verschiedene Anzahl von Zuckermolekülen. Wir wissen ja, der Zucker, den Blutzucker, das ist ein Wert und der Wert ist, wie viel von diesen Zuckermolekülen in einer bestimmten Menge Blut drinnen ist. Und was anderes sagt der Wert nicht aus. Und dieser Zucker, der da schwimmt, der soll jetzt da in die Zelle hineinkommen und soll dann in dem Körper dann zerlegt werden in so Einzelteilen und soll dann in diesem, das heißt Mitochondrium, dann nachher da quasi, das ist so ein Kraftwerk, verbrennt werden und verhärtet werden, damit wir Energie kriegen, damit die Zelle leben kann. Jetzt stellt sich die Frage, wie kommt dieses Molekül Zucker vom Blut da rein in die Zelle? Weil es muss ja aus dem Blutgefäß heraus über diese Zellmembran, also diese Zellhülle, reinkommen. Und genau da setzt das Insulin an. Das Insulin hat verschiedene Wirkungen. Eine der Hauptwirkungen ist jetzt quasi da an diesem Teil der Membran. Da muss der Zuckermolekül, das muss da einer, und dafür braucht man das Insulin. Wenn es der Typ 1 Diabetiker, das ist der, früher hat es geheißen, der Jugendliche, das ist der, der die Autoimmunerkrankung hat, bei dem einfach weniger Insulin da ist, weil er es nicht produzieren kann, dann ist da weniger Insulin herinnen. Sagen wir, das ist so eine Kugel. Sagen wir, die Kugel ist das Insulin.
Das heißt, ich brauche jetzt nicht nur das Zuckermolekül, sondern ich brauche auch das Insulin, dass das da rein kann. Ist jetzt bei dem jugendlichen Diabetiker oder bei dem Typ 1 Diabetiker das Insulin zu wenig, dann sieht man, wir haben jetzt in dem Fall 3 Zuckermoleküle und ein Insulin, dann kommt da dann nicht ausreichend Zucker in die Zelle hinein und das funktioniert schon nicht und dann haben wir einfach viel zu viele Zuckermoleküle im Blut. Beim Typ 2 Diabetiker ist das Problem, dass wir zwar Insulin haben, das passt schon, aber der Übertritt in die Zelle hinein, das funktioniert nicht gescheit. Also wir reden von einer Insulinresistenz, quasi die Eintrittshürde ist einfach höher und ich brauche viel, viel mehr Insuline, um den Zucker in die Zelle einzubringen. Also, wie wir bei das therapieren, man muss schauen, dass mehr Insulin da ist, dass man über diese Hürde drüber kommt. Das ist ein Ansatz, dass man versucht, medikamentös entweder zusätzlich Insulin zu spritzen oder Medikamente gibt, die mehr Insulin produzieren. Das Insulin hat aber auch eine zweite Wirkung. Die Wirkung ist nicht ganz uninteressant. Wir kennen das alle, dass wenn wir sehr, sehr zuckerhaltige Nahrung nehmen, also was Süßes, dann haben wir relativ bald darauf wieder einen Hunger. Woher ist das? Wir essen was Süßes und kriegen viel Blutzucker, schnell Blutzucker, und der Körper versucht es in die Zellen hineinzuräumen. Jetzt kann der Körper aber den Zucker nicht speichern. Geht an ein paar Stellen im Körper, aber ist nicht die große Möglichkeit. Der Körper verdichtet jetzt den Zucker und produziert, machen wir das jetzt hier als große Kugel, produziert Fett, weil er Fett besser speichern kann als Zucker. Und dieses Fett schickt er quasi bei der Hintertüre wieder hinaus, da gibt es auch wieder Gefäße, und bringt die mengen wir nicht sehr gern, bringt es in unsere Speicher. Und die Speicher, das sind die Fettzellen. Und die sind voll mit diesen ganzen Fettmolekülen. Und so kann man sich das vorstellen, dass die alle voll sind. Das sind unsere Fettpölsterchen, die bisweilen Polster werden. Und wir wissen alle, der Körper hätte ja genügend Speicher, nur wir kriegen viel, viel schneller wieder einen Hunger und es ist halt einfach leichter zum Kühlschrank zu gehen und wieder was Neues zu essen, wie das zu mobilisieren. Weil theoretisch kommt man das ja quasi wieder zurück zur Zelle bringen und sagen, verheiz das in deinen Kraftwerken und spar da den Zucker auf. Also hat das was zu tun, dass wir das halt nicht so gern, weil es ein bisschen umständlicher ist, und weil wir fauler sind, dass wir halt nicht so viel die Fettspeicher mobilisieren, sondern dass wir leichter wieder Zucker zuführen. Und das Gemeine ist jetzt, dass das Insulin, das waren unsere Kugeln da, ja auch für die Fettzellen notwendig sind. Weil die Fettzellen, das sind nämlich nicht irgendwo so Zellen, wo sie nichts tut. Das ist einmal so wie ein Lagerraum angerammt und dann ist das voll. Sondern die Fettzellen, die werden permanent umgeschlichtet. Das ist gar nicht so faul, das Gewebe. Das Fettgewebe, das wird permanent umgeschlichtet. Und dafür braucht man Insulin. Und jetzt haben wir zwei Dinge beim Zucker. Wir brauchen das Insulin, um den Zucker aus der Blutbahn in die Zelle zu kriegen, damit dort was geschieht mit dem Zucker und dass es aus der Blutbahn weg ist. Weil aus der Blutbahn, wenn das zu hoch ist, wissen wir, gibt es Schäden, die im gesamten Körper unter anderem an den Gefäßen sind. Stichwort die Arterienverkalkung. Weil aber das Insulin für die Fettspeicher gebraucht wird, um dort auch noch zu arbeiten, ist es für die Zuckerregulation zwingend vorhanden. Und aus dem heraus ergibt sich jetzt die Logik, dass es zwei Ansatzpunkte gibt zum Behandeln. Das eine ist, dass man versucht, dass man das Insulin, das man in dem Fettspeicher gebunden hat, freisetzt. Dass man sagt, Fettspeicher weg, mehr Bewegung, ohne mehr. Weil dann ist das Insulin, das ich da freikriege,
wieder vorhanden, damit ich den Zucker regeln kann. Und das Zweite ist, und das ist der Eintritt quasi da, was ich durchs Essen, bleib da, was ich durchs Essen nicht so zuckersüße Sachen esse, dass der Zucker sofort ins Blut kommt, weil er dann sofort das Insulin braucht, dass ich den Zuckerspiegel wieder herunterkriege. Also indem ich halt einfach Gemüse, Obst oder Vollkornprodukte esse, weil das länger dauert, bis der Zuckerspiegel steigt, dann habe ich auch mit dem Insulin, das vorhanden ist, mehr Zeit, das in den Körper hereinzubringen. Und das Interessante ist, und das ist jetzt noch Gegenstand der Forschung, ob es gelingt, dieses schlechtere Hereintreten, diese Insulinresistenz, ob es gelingt, allein durch körperliche Betätigung, Reduktion der Fettspeicher, also Abnehmer auf Deutsch gesagt, dass man dadurch das Insulin, das wieder da ist, ausreicht, um den Zuckerspiegel wieder in Kontrolle zu halten, dass diese Insulinresistenz, also diese Hürde in der Zelle hereinzubringen, dass man das vielleicht sogar wieder rückgängig machen kann oder zumindest verbessern kann. Eindeutig und logisch ist klar, wenn schon viel Insulin für das Fett gebraucht wird, wenn wir das Fett, das überschüssige Fett, nicht haben, bleibt uns mehr Insulin und wir haben mehr Möglichkeiten, den Zuckerspiegel zu kontrollieren. Und das Zweite ist, die vermeintliche, also diese vernünftige Ernährung, wie es immer heißt, also Vollkornprodukte, Gemüse, Obst und so, und nicht gezuckerte Sachen zu sich zu nehmen, die hohe Blutzuckerspiegel machen. Weil dann kann die Zelle wieder vernünftig arbeiten. Und das hat langfristig durchaus große Vorteile. Das heißt, grundsätzlich, Insulin ist zu wenig, ich brauche mehr Insulin. Mit Medikamenten presse ich aus der Bauchspeicheldrüse noch größere Mengen heraus, die dafür reichen, dass ich den Zuckerspiegel in einem Bereich habe, der passt. Oder ich führe das von außen zu, wo ich es sehr, sehr genau berechnen kann, was ich alles brauche. Da gibt es Schulungen, das funktioniert bestens. Grundlage ist aber, dass beim Altersdiabetes, und das ist der, der am meisten verbreitet ist, ja, der Bedarf und nicht nur deswegen höher ist, weil die Insulinresistenz da ist, also es nicht so gescheit wirken kann, sondern weil viel zu viele Fettspeicher da sind, die das Insulin auch quasi bearbeiten muss. Es ist leichter gesagt wie getan, das wissen wir alle, nur Reduktion der Körperfettmasse, der übergewichtigen Körperfettmasse, der überflüssigen, der überschüssigen, ist eigentlich das Ziel, weil ich dadurch Insulin, wenn ich das Fett nicht mehr habe, freikriege und die Bauchspeicheldrüse mit der Menge Insulin plötzlich den Zuckerspiegel wieder in den Griff kriegt, weil sie sich ja nicht um das Umschaufeln, wenn man so will, des Fettes kümmern muss. Und das heißt, dass ich das Fett reduzieren muss, und das halt nicht chirurgisch, sondern halt durch beinharte Arbeit, also durch körperliche Arbeit oder durch körperliche Bewegung. Letztlich ist die körperliche regelmäßige Ausdauerbewegung ja auch eine gewisse Form von gleichmäßiger Arbeit. Und das Zweite ist, dass ich den Körper nicht belaste durch hohe Konzentrationen von Zucker, die schnell verfügbar sind. Also das heißt, die Ernährung an dem anzusetzen, dass ich überall, wo ich schon lese, dass irgendwas mit Zucker drinnen ist, kann ich davon ausgehen, dass das schnell verfügbar sein wird. Ob das jetzt beim gezuckerten Joghurt oder bei all diesen Drinks, die es da gibt, dann schon anfängt. Oder ob man sagt, wenn man Weißbrot nimmt, das wird extrem schnell zerlegt im Körper und für den Blutzucker schnell verfügbar gemacht. Ich rede jetzt gar nicht von irgendwelchen Traubenzuckerwürfeln, wo es dann heißt, die Energie geht sofort ins Blut. Das war ja in meiner Jugend ein großer Werbeschlager. Das ist alles nicht notwendig. Wenn man heute davon ausgeht, dass man sagt, man hat Vollkornbrot, mehr unraffinierte Produkte, also nicht Fertigprodukte, dann muss der Körper sich die Nahrung selber, so wie vor zig Jahren, selber erst aufbereiten und die Blutzuckerspiegel, die ja das große Problem sind, die schnell hochschnellen, werden vermieden. Der Zucker wird langsam dem Körper zur Verfügung gestellt. Damit braucht man nicht jetzt sofort hohe Zuckerspiegel
mit jetzt sofort hohen Insulinspiegeln, sondern langsam ansteigende Zuckerspiegel, viel, viel moderater, gleichmäßig über den Tag verteilte Insulinmengen. Das heißt, die Belastung für den Körper ist auch weniger. Heißt, das Ziel ist es, die Bewegung zu erhöhen, damit das Fett zu reduzieren, das freibleibende Insulin für den Zuckerspiegel und die Regulation des Zuckerspiegels über den Tag gleichmäßiger zu verteilen, die Arbeitsleistung für den Körper gleichmäßiger zu verteilen, es damit besser verträglich zu machen. Und weil wir natürlich etwas essen müssen und weil wir natürlich auch Nahrungsstoffe brauchen, dass wir die so zuführen, dass wir große Zuckerspitzen und damit großer Bedarf an Spitzeninsulinmengen vermeiden. Und wenn das mit Reduktion des Körpergewichtes und der richtigen Ernährung noch zu wenig sein sollte, weil die Erkrankung schon fortgeschritten ist, dann wird man um weitere Medikamente, entweder Tabletten oder das Zuführen der dann noch notwendigen Zuckerspiegel, nicht umhin können. Nur, wir wissen, dass der Normgewichtige deutlich weniger Zucker, Insulinspiegel braucht und zusätzliche Insulinmengen braucht als der Übergewichtige. Also je weniger Übergewicht wir haben, desto weniger zusätzliches Insulin brauchen wir und umso weniger Komplikationen werden wir über die restlichen Lebensjahre anhäufen und umso gesünder bleiben wir.